Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 28.01.2022 und die Bären brauchen definitiv mal wieder Motivationspeitschen. Sie stehen da ein bisschen drauf. Wir hatten das als Gag jetzt heute im Tagesverlauf schon im Chat. Deswegen muss das Bild hier einfach sein. Ne, also die brauchen ein bisschen Antrieb, die brauchen ein bisschen kleine Schläge auf den Popo, damit das hier mal weitergeht. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass der DAX am Donnerstag bestimmt nochmal runter in die 15.100, 15.50 fällt, von dort wahrscheinlich auch schon wieder ansteigt, na, bis in die 15.400 durchaus nochmal wieder zurückgehen kann. Das haben wir gesehen, ne, war sogar in der Nacht, also gar nicht hier zum Start, sondern schon vorher war es sogar bei 15.50 rum gewesen, also sehr tief zurückgekommen, auch die US-Indizes relativ tief zurückgekommen. Insgesamt damit schon ein Aufbau, eine Erholung, die nicht ganz so solide aussieht wie sonst. Also, wenn ich mir da auch Nasdaq und Co. angucke, die ja eigentlich prädestiniert für so eine typischen V-Korrekturen sind und wir ja auch wirklich die letzten Monate sehr oft immer wieder so eine V-Korrekturen gesehen haben, wie hier im Kleinen, sage ich mal, ne? Es ging runter, bisschen zappelig runter und dann ist der Markt relativ zügig wieder hoch. Das hat man jetzt, das ist ja schon recht träge, was er hier macht halt, ne? Also, ich würde da erstmal noch ein bisschen die Risikobrille aufbehalten und wirklich unten. Ja, im Zweifel damit rechnen, dass da immer mal noch so ein paar Schläge kommen. Wir haben halt auch unheimlich viel Volatilität noch. Das merkt man so gar nicht, wenn man es nicht explizit sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Aber wenn man schaut, was der hier gemacht hat, dann ist der fast 500 Punkte runter in der Nacht, 600 Punkte hoch, dann nochmal 300 Punkte zurück. Also das ist schon eine Menge Holz für einen DAX halt, ne? Der kann auch am Tag mal plus 30 Punkte laufen, ne? Also, das ist definitiv viel Bewegung. Das ist ordentlich Stoff hier drauf. Und deswegen würde ich den eher weiterhin gröber auch anfassen. Auch zum Freitag jetzt. Na, Freitage, die können auch immer mal reinhauen. Das letzte war hier, glaube ich, ein Freitag gewesen. Wartet mal. 24. Das war ein Freitag auch gewesen, ne? Der hier quasi den Montag nochmal so eine Steilvorlage gegeben hat. Also, ja. Deswegen würde ich unterhalb von, ich sag mal so, beim Boden 300, 270 mir nochmal eine Kante setzen. Und sagen, okay, wenn unser DAX aber unter 372 geht, dann hat er erstmal wieder Abwärtsrisiko. Und dann kann er sich auch durchaus wieder in die 1550 bis vielleicht sogar hier nochmal an das Tief runtergraben. Deswegen würde ich das einfach mal so, hoppala, das läuft verkehrt. Deswegen würde ich sagen, also dort ist für mich absolut erstmal Risiko auf der Unterseite. Sollte er unerwarteterweise doch sich hier einfach jetzt nach oben hoch schlängeln. Würde er, also wenn er jetzt sich hier einfach nach oben dreht, hätte er natürlich das Risiko, dass er an den nächsten Erholungsstationen dann auch wieder ein bisschen wegverkauft wird. Ne? Also gerade so im Bereich um 6,30 würde wahrscheinlich auch nochmal einen auf den Deckel kriegen, aber irgendwann ist dann auch Schluss. Ne? Irgendwann ist er zu hoch, um wieder unten raus neue Tiefs zu generieren und die Erholung fortzusetzen. Das ist vielleicht wichtig. Um es dazu zu sagen, auch wenn es träge ist, ne, erinnert euch vielleicht an 2015, vielleicht hat der ein oder andere da schon getradet, gab es auch mal mit der Krim-Krise, es fing alles an mit, die EZB macht, ach, wie war es, die EZB hat Anleihenkäufe freigegeben, QE damals, riesen viel Geld in den Markt geballert und ab Tag 1, wo die EZB riesen viel Kohle in den Markt geballert hat, ist der DAX nur gefallen. Ne, wenn ihr euch solche Werte wie Daimler, BMW, Bayer anguckt, die haben alle ab 2015 richtigen Knick in der Optik, wo die EZB angefangen hat reinzufeuern und das mündete dann alles in der Krim-Krise mit Russland, ne, und im Höhepunkt, wo eigentlich alle dachten, da knallt es jetzt richtig und da gibt es jetzt riesengroßen Krieg, hatte der Markt dann auch so ein Bewegungsmuster und löste das dann einfach oben raus Richtung neuen Allzeithochs auf. Ja, das ist also aus der Historie raus. Dann löste das einfach nach oben auf und die Lage deeskalierte einfach. Also es war, da folgten noch ein paar Wochen richtige Drohgebärden, bis wir wirklich schon wieder auf neuen Hochs waren. Hat es dann noch richtig gerumpelt und richtig gerasselt. Und dann hat man sich einfach damit abgefunden, gut, die Russland hat da halt die Halbinsel eingenommen, fertig war. Ne? Also der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an, weil der Vergleich momentan eigentlich ganz gut passt. Gleiche Thema, gleiche Front. Ne? Und wir haben wieder was Ähnliches. Bloß, dass das, was hier im Stundenchart steht, da 2,15 so ähnlich im Tageschart aussieht. Aber da ist er auch eigentlich so gestiegen, wie er nicht steigen kann, um neue Allzeithochs zu generieren, weil es so korrektiv ist, hat aber trotzdem funktioniert. Deswegen immer ein bisschen
nach Chart traden, okay, aber eben auch abgrenzen und sagen, okay, bis dahin macht es keinen Sinn mehr, dann löst halt das Chart-Pattern nicht richtig auf und Risikomanagement dann halt einfach steuern. Ja, und deswegen würde ich hier sagen, oben die 6,30, das wäre dann der nächste Anlaufpunkt und dann 6,85, 7,57, das wird dann nochmal so eine große Zone, 7,50, 7,80, nochmal eine richtig interessante Zone, in die der Markt dann eben reinlaufen kann und sich auch rumzudrehen, na, wenn die 6,30 ihn ja nicht verprügelt auf der Oberseite. Aber so wie der Markt nervös ist und so wie angespannt auch ist, mich würde es wirklich nicht wundern, wenn wir hier nochmal unterarbeiten. Vielleicht will man sogar per Gap hier drunter öffnen, ich weiß es nicht. Es wäre ein bisschen grob angesetzt, ein bisschen viel angesetzt vielleicht, wäre aber durchaus möglich und legitim. Na, dass wir zumindest jetzt mal zum Freitag hier nochmal in den Bereich um 372 rauslaufen und wie gesagt, wenn der dann nicht halten kann, wenn er dann da unten auch durchsteht. Ich würde weiter Risiko spielen und hier noch ein bisschen weitere Abgaben einplanen einfach. Ne? Das ist mir noch zu wackelig, das ist mir zu nervös und auch bei den Amerikanern gefällt mir nicht so. Da ist noch zu viel Druck überall auf dem Kessel und das ist noch nicht so richtig die Stabilisierung wieder drin. Ja, also in dem Sinne, Stundenchart noch nach unten abgedriftet, halt wartet. Ja, ist was drin, das gehört hier nicht rein. Tageskerze sehen wir auch erstmal grün, die sieht sogar relativ gut aus. Das muss man jetzt ja mal zugestehen. Tageschart sieht deutlich stabiler aus. Ja, bestätigt aber uns dann eben auch drinnen, dann oberhalb, wartet mal, bestätigt uns dann aber eben auch oberhalb von zwei, nee, was war das, was hat man gesagt? Was ist das hier? 5,50, ja? Oberhalb von 550, 600, 630, dann eben auch zunehmend auf der Longseite immer mal wieder was probieren, Stück für Stück eben weiter. Gut, ich würde es damit jetzt hier ausmachen. Für mich Risiko klar auf der Unterseite. Möchte aber die Bestätigung noch sehen, möchte, dass er das fortsetzt. Gucke mir die 630 oben noch an. Alles, was drüber geht, ist für mich dann eigentlich schon ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu long. Und ja, für mich ist die wichtigste Zone eigentlich die 300. 350 bis 270, das wird für mich Make-or-Break-Zone. Entweder der ballert da durch und dann geht er auch wieder Richtung 1550 und 15.000 oder dreht sich dort hoch und probiert es nochmal an die 630. Ja, damit Peitschenhiebe frei. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Freitag und wir hören uns am Sonntag wieder fürs Video zum Montag. Bis dahin, tschüss.